Leute, wir sind heute auf den Tolkien-Tagen. Es gibt einen geilen, saftigen Vlog, denn Magic hat uns eingeladen zur Feier des neuen Set-Releases der Herr der Ringe Geschichten aus Mittelerde. Ich freue mich mega und ja, würde sagen, wir schauen uns mal an, was hier so abgeht. Spielen eine Runde Magic, suchen ein paar Cosplayer und wird geil. Let's go! Ich war noch nie auf sowas. Ich bin mega aufgeregt. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich habe mich auch ein bisschen passend angezogen. Das eine Mittelalterkleid, was ich besitze. Was geht? Oh mein Gott. Hallo. Kannst ruhig Anni sagen, alles gut. Ich liebe deine Videos, ich liebe deine Cosplays. Oh mein Gott. Ich bin schon. Oh mein Gott, wie cool es hier aussieht. Look, guck mal. Gina, es geht hier mal ein Mikrofon. Hallo. Wir sind nämlich auf den Tolkien-Tagen und Gina ist hier mit uns für Magic. Wizards of the Coast. Ja, sie zeigt uns jetzt einmal alles. Einmal die Neulingstour, bitte. Wir gehen jetzt hier rüber zu diesem wunderschönen Teich. Oh mein Gott, das ist ziemlich cool. Bin ich auch. Die Leute haben einfach mal, ich glaube eine Woche vorher sind die angekommen, haben den aufgebaut. Ist nicht so, als ob er irgendeinen Nutzen hat oder so. Ist einfach schön. Ziemlich cool. Hier seht ihr schon mal oben. Der Hexenkönig von Angmar. Ich fühle mich wie so ein Tourguide. Ja, bist du auch gerade, das ist unser Tourguide. Zu ihrer Linken sehen Sie das Buntvolk. Bist du denn schon mal auf solchen Events gewesen? Ne, ich war auf so vielen Conventions, auf so vielen Messen, aber noch nie auf so einem, ich will jetzt irgendein LARP-Festival sagen. Live-Action-Roleplaying oder Live-Rollenspiel ist eine Form von Rollenspiel, bei denen die Teilnehmer ihre Spielfigur physisch selbst darstellen. Es handelt sich also um eine Mischung aus Pen-and-Paper-Rollenspiel und Improvisationstheater. Guck mal, das ist das nicht so richtig. Es ist irgendwas dazwischen. So, hier ist eine kleine Landkarte. Oh mein Gott. Und wir sind hier in der Halle der Könige, natürlich. Das ist so riesig hier. Und wo ist der Magic-Stand? Der Magic-Stand ist in der Halle der Könige. Ah. Guck mal, wir haben Teil gegenüber. Grüße, hallo. Dein Kostüm fehlt. Ja, mein Bart fehlt. Ich, ich war gerade nur am so Vlog-mäßig aufnehmen. Ah. Muss Leute filmen, die Stände angucken. Gerade, aber du stirbst wahrscheinlich in der Hitze, oder? Das ist schrecklich. Ich bin seit 6 Stunden unterwegs. Das waren lange 6 Stunden. Glaub mir. Als was bist du gegangen? Ich bin einfach als Mittelalterkleid. Du bist ja noch hier Magic. Ihr müsst gegen eine Magic spielen. Ja. Oh. Ja. Tschüss. Andy. Was geht? Ah. Hast du Fotos hier? Hab ich. Hast du ein Foto von dir? Soll ich noch mal ein Foto von dir machen? Würdest du posieren? Ich würde posen. Ich habe eine legendäre Eos eine getroffen. Mal überreden, ob der ein Foto von mir macht. Schön. Da muss was bei sein. Da ist so viel bei. Dankeschön. Gerne. Eigentlich ist es irgendwie total witzig, dass mein Job einfach ist, auf den Tolkien-Tagen Spaß zu haben und mit Leuten zu reden. Ich liebe mein Leben. Gut auszusehen. Das. Okay, wir gehen. Oh. Hi, wer bist du? Ja, sieht man doch. Sieht man, ja. Sauron. Und bist du jedes Jahr verkleidet oder immer nur... Das mache ich im Endeffekt hobbymäßig und dieses Jahr bin ich jetzt mal Sauron, weil hier laufen auch nicht viele rum, die Sauron sind. Ja, ein Highlight, was ich mir hier unbedingt heute noch anschauen müsste. Das müsste ich jetzt wissen, ne? Weißt du, kannst du irgendwas, wo du sagst, ey, das ist immer richtig cool. Ich denke mir mal, wenn die Nazgul noch mal durch die Gegend laufen und mit dem Pferd unterwegs sind, das ist ja ganz interessant, ne? Oder die Orks. Leute, wir sind jetzt endlich am Magic-Stand angekommen. Wie cool! Ja, neues Set, 23.06. kommt das Ganze raus. Herr der Ringe, Geschichten aus Mittelerde. Neue Magic-Erweiterung. Ich bin so gespannt. Ich bin so, so, so gespannt, was es alles für neue Mechanics und sowas gibt. Ah, Hanni, hi! Wieso bist du überall? Wieso bist du überall? Wieso bist du überall? Okay, du bist Anni, deswegen bist du überall. Also ich bin ja schon ziemlich hetero, aber manchmal denke ich so, okay, ich bin halt doch gay. Und du einfach ready stehst mit diesem überdimensionalen Fächer. Okay.
a flashback. Ja, es ist Magic, was erwartest du? Ja, Mann. Geil, wir sind auch hier für Magic. Schauen uns das neue Set an und spielen eine Runde. Es ist so sexy. Galadriel, Smash. Echt? Arwen, Aragorn, Smash. Alles Smash. Frage ist, was möchtest du spielen? Gut oder böse? Böse. Okay, Doki, hast du schon mal gespielt? Nein. Noch nie? Noch nie. Nee. Fehler. Ich kenne die Regel grundsätzlich. Ja, okay. Ich habe wirklich sehr großer Fan und generell so die Spandauer Bubble spielt ja extrem viel Magic. Hammer dabei war ich, aber selbst gespielt bin ich ein Newbie. Okay, ist eigentlich ziemlich einfach. Ja. Ich würde behaupten, du ziehst Karten und du spielst, was du kannst. Nein, da würde ich auch sagen, ihr habt gemischt? Ja. Ja. Okay, gut. Ihr zieht 7 Karten. Legende. Also der greift nicht an, yeah. Aber der greift mit 4-4. And that's the game. GG. Nice. GG. Eindeutige Niederlage. Wie fandet ihr es? Sehr geil. Ziemlich cool. Tatsächlich, für mich, das ist auch schon das auf dem ganzen Event so, aber mit den Karten ebenso, ist für mich sehr hart, nicht einfach hart reinzufahren wollen, wenn ich die Karten sehe und dann wirklich zu fokussieren. Aber ich glaube, Anni ist auch einfach skilltechnisch überlegen gewesen, es hätte sich nicht viel genommen. Ich habe ja gesagt, Smash. Smash, beide gleichzeitig. Ja. Und zweites Frühstück, oh mein Gott, ich liebe es. Alter. Das ist Gandalf, oh mein Gott. Bra, Alter. In diesem Fall sogar Gandalf. Was soll ich sagen? Ich bin auch nur eine Frau. Hast du Galadriel gesehen? Weißt du? Auch sehr geil. Oh mein Gott. Das ist auch Smash. Ob Abe, ob Maya. Das ist so ein Augenporn. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach schön, das anzugucken. Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Als Rot-Schwarz-Spielerin liebe ich dieses Set extrem. Aber ich muss sagen, so einfach ganz personal taste, finde ich, die grün-weißen Artworks ein bisschen schöner. All in all finde ich eine gelungene Erweiterung. Ich werde mir alle Pakete kaufen und versuchen, den einen Ring zu finden. Und sei es das Letzte, was ich tue. Ich bin so gespannt, ob die jemals gefunden wird. Es wird auch in so einer Sammlerbox enden und niemals geöffnet werden. Aber ich finde es krass, weil es wirklich einem dieses Feeling gibt von einfach das mächtigste Ding, weil es nur einmal gibt. Also ich finde allein dieses Gefühl von, es ist so eine Karte, wird die irgendwer auf der Welt finden. Man fühlt mit bei Film und Buch, aber es ist so dieses, es ist so in der echten Welt. Ja, ist doch so. Ich bin ehrlich, wenn ich ihn ziehen würde, ich hätte nicht die Macht, ihn zu zerstören. Ich würde korruptiert werden, ich müsste ihn behalten, ich würde ihn sammeln. Und wir reden hier nur von, also wir reden hier nur von der Karte. Hi, du hast schon Magic gespielt, neues Set? Ja, genau. Wie findest du es? Oh mein Gott. Super gut. Ich fand die Anspielung an die ganzen Mahlzeiten super lustig. Das ist so gut. Zweites Frühstück war so, ja. Super gut, auch das mit dem Kaninchen. So also, gut. Richtig schön. Und ich hatte eine sehr coole Reihenfolge an Karten mit meinem Spielpartner. Ich habe den Balrog gelegt und daraufhin hat er dann Gandalf, du kommst nicht vorbei, als Spell gelegt. Also das es war sehr gut. Ja. Es ist direkt so, ja geil. Jede Karte ist auch geil irgendwie, ne? Ja, und sie sehen auch richtig gut aus. Also das, so das Design. Wir sind jetzt damit, Larissa, du hast jetzt noch nie vorher Magic gespielt und heute zum ersten Mal. Ja, zum allerersten. Wir haben jetzt dreimal gespielt und davon habe ich einmal gewonnen. Aber gut. Ja. Wie fandest du es? Super witzig, also hat mich überrascht tatsächlich. Ja, weil ich habe davon ja noch nie was gehört und ich meine, ich kenne natürlich so Kartenspiele, aber es war interessant. Wenn man so erst reinkommt in Magic, ist man erstmal so low-key erschlagen und ist so, oh mein Gott, all die Regeln. Aber dann ist es so, ach so, ja klar, oder? Ich finde, also ja, es macht, das Spiel an sich macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich finde es ein bisschen schwer, alles im Kopf zu behalten, aber das trainiert aber auch irgendwie so, dass man aufmerksam bleibt. Voll, vorher noch nicht Magic gespielt, ne? Ich habe vorher mal ein bisschen in der App und am PC gespielt, aber hatte das nie so aktiv mit Karten kaufen und allem drum und dran. Also war das jetzt dann nicht ganz dein erstes Mal Magic, aber so... Es war wirklich mein erstes Mal Live-Magic spielen. Also mit richtigen Karten. Genau. Ich habe auch so lange Magic Arena gespielt einfach, wo du es halt online spielst, was halt dir so ein bisschen die Arbeit abnimmt, weil du nicht so viel denken musst und rechnen musst und so, ne? Ja. Mit Karten ist ein ganz anderes Feeling, oder? Auf jeden Fall, das ist nochmal was ganz anderes und es ist auch viel spannender, wenn man nicht diese ganzen Tipps hat. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Hi, du bist im Magic zusammen hier am Stand. Ja. Na, was machst du hier? Also heute erkläre ich eigentlich ganz vielen Leuten Magic, deswegen ist meine Stimme auch ziemlich im Eimer. Normalerweise bin ich bei Ultimate Guard zuständig, Partner von dem Stand heute hier. Wir sind Zubehörstelle für Trading Card Games, natürlich hauptsächlich für Magic logischerweise.
Deckboxen verschiedener Arten und Formen. Sehr nachhaltige Deckboxen vor allem, in Deutschland produziert, aus deutschem Holz. Wie findest du das neue Set? Mega, also es spielt sich sehr, sehr gut an. Also wirklich überraschend gut, muss ich sogar sagen. Ja. Es ist eigentlich für einen Anfänger ein sehr kompliziertes Set, aber dafür kommt man ganz gut rein. Und ich habe schon ultra gutes Feedback gehört von vielen Fans hier, dass sie es sehr, sehr feiert. Aragorn, Smash. Auch Smash. Smash. Und auch die Artwork sehr, sehr gut gefällt, ja. Smash. So, jetzt habe ich nochmal eine Aufgabe für dich. Du suchst dir ein paar Charaktere raus und versuchst die als kostümierte Leute zu finden. Wir gehen auf eine Mission. Okay Leute, ich glaube, wir haben eine Galadriel. Hallo! Hallo! Wir sind mit Magic hier und wir versuchen, die Charaktere aus dem neuen Set zu finden. Du bist als Galadriel da und das neue Artwork schon gesehen hast, aber es ist mega, mega schön. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Tja, ich find's cool, dass ihr das mit dem Magic macht, weil ich spiele auch Magic. Ja? Nice! Kommt sich so groß vor hier bei den ganzen kleinen Häuschen. Süß! Wir haben noch jemanden gefunden und zwar ist er hier auf dem zweiten Frühstück mitzusehen. Hello! Hallo! Ich bin Mr. Brandybuck. Ja! Und du bist hier zu sehen auf dem zweiten Frühstück. Ich liebe das so sehr. Ich liebe das zweite Frühstück. Ich liebe das Konzept von zweiten Frühstück. Sehr cool, dankeschön, dankeschön. Könntest du mir das beibringen? Ehrlich? Let's go. Ich kriege das jetzt beigebracht. Schwer? Nein. Ja. Nein, hä, so schwach bin ich doch nicht. Wow. Alles richtig. Es ist sehr viel schwerer, als es aussieht. Ja, es gibt noch zwischen die Hände und zwischen die Finger. Wow. Das will ich versuchen. Ich habe mir den Finger brechen, aber ich will es versuchen. Ah. Schwierig! Oh. Mein Meister. Ich werde niemals würdig sein. Dankeschön. Take your photo. Ich würde so drauf gehen im Krieg. Dankeschön. Auf keinen Fall. Das ist mega anstrengend. Mir tut alles weh. Das ist sehr viel schwerer, als es aussieht. Vielen Dank, Mann. Ich gehe jetzt weiter. Ich werde trainieren. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen und dann werde ich dich besiegen. Ich werde die beste Schwertkämpferin der Welt. Wir haben noch echt viele andere coole Cosplayer gesehen, die leider nicht gefilmt werden wollten. Das ist so schade. Wir haben auch so viele coole Stände gesehen mit so Wahrsagerei und Traumdeutung. Und also wirklich sehr coole Sachen. Aber leider wollten die Leute nicht gefilmt werden. Ich glaube, die sind so traumatisiert, dass sie denken, dass das dann irgendwie im Fernsehen kommt und man sich darüber lustig macht und sagt, aha. Diese Freaks. Leute, ich hatte es schon fast aufgegeben. Es sind so wenige Cosplayer nur noch da. Aber wir haben einfach Pippin und Merry gefunden. Unsere zwei Karten. Ich habe euch gefunden. Endlich. Hi, ich bin für Magic da und versuche alle Charaktere aus dem Set zu finden. Oder meine Challenge war 5. Und ihr seid die letzten beiden, die ich noch gebraucht habe. Merry und Pippin. Hi, hi. Wollt ihr euch vorstellen? Hi. Hi. Pippin. Oder Pip. Merry. Großartig. Guck mal, das sind eure Karten. Süß. Und wisst ihr, was das Beste ist? Pippin, Merry und Sam erzeugen alle einen Speisespielstein im Game, dass er dich heilt. Weil es ist keine Cute, weil sie so verfressen sind. Das macht sehr Sinn. Das ganze Set hat so viele kleine, süße Sachen. Wir haben so ein paar Charakterkarten mitgenommen. Es ist so schön. Das hätte ich gerne als Kind gehabt. Ja. Alter, ja. Es ist so schön. Und Galadriel. Smash. Ja, Smash. Wirklich, einfach Smash. Einfach Smash. Einfach Smash. Einfach Smash. Wir alle einer Meinung. Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ich euch filmen durfte. Danke, ihr seid super cool. Bist. Ich wünsche euch noch ganz. Eine letzte Frage an euch. Ihr müsst jetzt schnell witzig denken. Wenn ihr den einen Ring haben würdet, was würdet ihr damit tun? Nur falsche Antworten. Ich lieb's. Wir haben den von Frodo geklaut. Und um einkaufen zu gehen. Wir wollten einkaufen gehen. Ja, einkaufen. Wenn du denn einen Ring hättest, was würdest du damit tun? Wrong answers only. Ich würde ihn wahrscheinlich im Mordor verbrennen lassen, ja. Das ist die falsche Antwort. Das ist die falsche Antwort. So
Leute, der Tag ist vorbei. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen und genießen noch ein bisschen den Abend. Ich verabschiede mich schon mal. Danke nochmal Magic, dass ihr mich hierhin eingeladen habt. Ich weiß, ob ich so hier hingekommen wäre. Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, aber ich finde es mega schön. Es ist so krass. Es ist so ein Vibe. Echt cool. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Große Empfehlung. Das neue Magic Set kommt am 23.06. raus. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich freue mich mega drauf. Na gut. Tschüss, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.